Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ryan hier und herzlich willkommen zum 13. Last of Us Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, das einstündige Night Let's Play, das kam einfach sowas von gut an bei euch in der letzten Folge. Und da habe ich mir gedacht, komm, werden wir sowas mal öfter demnächst machen, weil ihr habt das einfach gefeiert, dieses ruhige Commentary. Und wenn ihr euch das noch nachts reingezogen habt, dann meint ihr, das ist richtig geil gewesen. Und ja, Freunde, ich richte mich natürlich nach euch. Und das Video hatte einfach mal über 3000 Likes, über 25.000 Klicks und... Ja, Freunde, das hat mich einfach nur richtig gefreut und heute sind wir hier an dieser einsamen Insel endlich angekommen. Also es ist jetzt mal eine neue Umgebung hier, nicht mehr die Stadt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier auf dieser Insel erwarten wird. Wir sind zurzeit noch mit dem einen da und seinem kleinen Bruder da, der aussieht wie dieser Michael Bastos von FIFA. Und ja, Freunde, wir müssen jetzt direkt zuhören, denn die labern jetzt bestimmt. Alles klar, ab geht's! Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja, bei dir? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ah, das sieht ja mal richtig krass aus hier, ne? Ey, warum höre ich keinen Dialoge, Alter? Ist das hier ausgestellt? Was, wollen die mich verarschen oder was? Ey, Lautstärken. Das ist doch alles hoch. Warum habe ich nichts gehört? Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Okay. Ja, auf jeden Fall... Ist das mal eine coole Umgebung jetzt hier? Nicht immer hier die Stadt, sondern auch mal hier so eine geile Insel, Alter. Das sieht ja mal echt geil aus, Mann. Boah, guck dir mal die Grafik an. Augen offen halten! Alter, ich komme jetzt so ein infizierter weißer Hai oder sowas, ey. Hammer geil, ey. Alter. Aber der rennt mir irgendwie ein bisschen zu langsam. Ey, wo sind die anderen hin, Mann? Da hinten? Michael Bastos! Kriegst einen Birne in deinen Schuss! Bam, Alter! Paff, paff, paff! Paff, paff! Paff, paff, paff! Okay, reicht jetzt, ey. Alter, ey. Oh, Freunde, ich habe wieder so eine gute Laune. Ich feiere das einfach nur, dieses Spiel. Und das macht einfach so einen Spaß, wenn ihr das auch feiert, Freunde. Ohne Spaß, ey. War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Oha, da liegt ja was. Schauen wir uns hier mal um, Freunde. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Scheiße hier, Alter? Wer guckt sich denn sowas an hier? Da habe ich mir damals reingezogen, aber jetzt nicht mehr. Diese Comics, Alter, da war ich noch. Diese Mickey-Maus-Zeitschriften, wo jede Woche da so ein Ding dabei war. Wisst ihr erst noch, diese Mickey-Maus-Zeitschriften? Da war ja jede Woche wirklich so ein Teil dabei. So ein Spielzeug und sowas, ey. War ich noch, so Lügendetektor, dann... So ein Gerät, womit man besser hören kann und so ein Scheiß, Alter. Das war echt geil damals gewesen, die Kindheit, ey. Also, Freunde, ich hatte echt eine geile Kindheit, muss ich ehrlich sagen. Es sind ja viele Kinder, sind ja nicht so gut groß geworden und die hatten eine schlimme Kindheit gehabt und sowas. Also, ich muss aber sagen, dass ich eine gute Kindheit hatte und ich weiß es auch zu schätzen. Und ja, Freunde, komm. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hier umgucken. Was passiert eigentlich, wenn wir ins Wasser gehen? Guck jetzt. Was passiert? Was passiert? Jetzt kommt der weiße Hai! Ey, der geht nicht weiter, Mann. Der geht nur bis hier. Alter, ich hätte jetzt voll Angst, weil wenn jetzt irgendwie so ein Tsunami kommen würde. Stellt euch mal jetzt einfach nur bildlich vor. Da kommt jetzt so eine Riesenwelle, Alter. Ich würde mich so umdrehen und wegrennen, Mann. Geh aus dem Wasser raus, sonst kommen da noch infizierte Fische. Ey, ich versetze mich mal so in Spiele hinein, ne? Ihr wisst wahrscheinlich noch die eine Stelle bei Call of Duty. Da bin ich auch so abgegangen, Alter. Wisst ihr das noch? Hier ist Endstation. Okay, da. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Ja, mit vielen ist sowas immer besser. Hey, Ellie! Ja, alle Boote? Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Ah, was ist das für ein sauberes Wasser hier, Alter? Boah, jetzt geht's wieder ab in den Dschungel. Okay. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Ist klar, wollt ihr jetzt reingehen? Hilf mir mal damit. Zusammen. Na los. Komm, Junge. Zieh Bastos. Michael Bastos. Zieht ihr mit den Übersteigern vorbei. Macht ihr einen Scoop hin und dann Golasso. Okay, komm, Kinder, los. Hat aber guten Bizeps, der Michael Bastos. Na gut, auf geht's. Und jetzt bleibt der zurück. Ich will mich kaputt lachen. Du bist dran, ey. Das ist Teamwork, Freunde. Das ist Teamwork, ey. Das erinnert mich jetzt auch mehr an Uncharted, das Spiel. Uncharted war ja auch immer mehr so im Wald gewesen. Die Lampen raus. Klick, klick. Klick, klick. Hast du das begriffen? Alter, wo sind wir denn hier, Mann? Ich hätte so eine Schiss, dass hier irgendwie so Fische oder so sind. Diese infizierten Fische, Mann. So Piranhas oder so. Kennt ihr Piranhas, Mann? Toll. Hola. Joel, wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier.
Wie? Seid ihr blöd? Ey, das ist wie in schlechten Horrorfilmen, ne? Da gibt's zwei Wege und die teilen sich auf, anstatt erstmal den einen Weg zusammen abzusuchen und dann den anderen, Mann. Kennt ihr das in Horrorfilmen, ey? Was sollen wir machen? Ich glaube, wir teilen uns jetzt erstmal alle auf. Ey. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Ah! Mein Gott, ey. Ich dachte, was kommt denn da jetzt raus? Eine infizierte Ratte, Alter. Geh durch, Kleines. Ja, jetzt kannst du mir die Türe hier aufmachen. Schieb die Scheiße da weg und dann geht die auf. Wo ist die hin? Aber gab's da auch einen Weg, ne? Ah, die sind da drüben. Was gucken die denn da so rum, Alter? Wie so Armleuchter. Hier lang! Da vorne soll der Weg sein. Halt die Schnauze, Alter! Leute, wir sollen jetzt hier lang. Geht mir gerade mal die Türe jetzt hier aufgemacht. Was ist das für eine Musik, Mann? Krieg ich direkt Paranoia bei sowas. So. Hier haben wir auch noch überall was. Das ist, glaube ich, so eine versteckte Kammer, wo man halt hier so ein paar Sachen finden kann. Vielleicht ist da irgendwie so ein Schalter oder sowas, um Strom zu aktivieren. Nee, ist es nicht. Ja, Freunde, auf jeden Fall das 1-Stunden-Special, das kam richtig gut an bei euch. Und ja, vielleicht werde ich sowas, wie gesagt, demnächst öfter machen. Also ihr feiert's ja. Und ich habe es auch gefeiert, Alter. Das macht mal Bock hier. Das ist so eine Herausforderung, mal ein bisschen ruhiger zu bleiben und nicht mehr so abzugehen, wie sonst auch immer. So. Wir haben jetzt hier mal gucken, ob wir uns irgendwas aufrüsten können. 65 Punkte, wir können Lauschmodus aktivieren. Fertigungszeit, Heiltempo. Ja, das brauchen wir erstmal alles nicht. Ah, Schwanken der Waffe, das ist cool, das ist cool. Das machen wir auf jeden Fall, dann ist der Rückstoß nicht so. Was heißt, wenn ich jetzt schieße, beziehungsweise ziele, dann bleibt der ruhiger. Merkt ihr das? Der wackelt nicht mehr so. Rille! Kennt ihr eigentlich den Song Amille, Freunde? Dieses von Lil Wayne. Amille, 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 Amille. Das wäre mal nicht schlecht, wenn es mal so einen Track geben würde mit so auf Rille, auf Rille, auf Rille, auf Rille, auf Rille, auf Rille. Das wäre mal nicht schlecht, ne? So ein richtiger Rille-Song. Auf Rille, auf Rille. Ist mir mal eingefallen vorhin. Das wäre natürlich eine geile Idee, oder? Was sagt ihr? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Mann? Ach du Kacke, ey. Können wir nicht hier raus? Da ist so ein Ding erstmal, glaube ich. Das kann man damit, kann man das Wasser abdrehen, würde ich sagen. Was ist das denn? Da kommen wir nicht hin. Was ist das denn? Hä? Da sind wir. Es klemmt. Es klemmt. Okay, Joe. Kommen wir rüber. Nee, wohl was kannst überlegen. Das heißt, wir müssen da rüber schwimmen. Oder was sagt ihr, Freunde? Ey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Ja, okay. Ab ins Wasser, Rille! Wenn jetzt hier so Fische kommen würden, Mann. Ich würde losschreien ohne Ende. Ein Generator. Ich komm nicht ran. Warum kommst du denn da nicht hoch, Alter? Streck doch mal einfach deine scheiß Hand aus, dann kommst du da hoch. Das ist so unrealistisch, oder? Da könnte da locker hochkommen, Freunde. Ey, das fuckt mich jetzt ab. Das heißt, es muss irgendwo einen anderen Weg geben. Vielleicht müssen wir die Kinder wieder transportieren mit so einem Teil. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, hier geht's überall nicht weiter. Die Kleinen stehen da noch. Da geht's auch nicht hoch. Ja, ey, ich glaube, wir sind ja an der ersten Stelle angekommen bei Last of Us, wo wir nicht weiterkommen, Freunde. Würde ich jetzt mal behaupten. Es sei denn, wir können jetzt hier hoch. Warte mal. Das Ding ist an dieser Kette hier festgemacht. So. Wo führt die Kette hin? Vielleicht können wir irgendwas abschießen oder so. Nee. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rechts lang. Da hoch. Und jetzt hier irgendwo. Tarzan oder so. Ey, Freunde, Mann. Ich bin gerade komplett ahnungslos. Ohne Witz. Was könnte man hier machen, dass man darüber kommt? Sag doch mal was, ey. Hallo, Bastos, mein Freund. Vielleicht müssen wir das kurz nochmal drehen. Ne, können wir nicht mehr zu mehr drehen. Guck mal, da können wir nirgendwo lang gehen. Da kommen wir nirgendwo hin. Vielleicht müssen wir ja tauchen, Freunde. Guck mal, das kann auch gut sein, dass wir tauchen müssen. Ah, wir versuchen das mal. Ihr bleibt da. Geh mal unter Wasser, Digga. Hier ist bestimmt irgendwo ein Weg, wo es hier weitergeht, Mann. Unter Wasser muss es weitergehen. Anders kann ich mir es mir nicht vorstellen. Aber hier sehe ich auch nichts, Mann. Hier ist nirgendwo ein Tunnel oder so. Oder sonst was, wo es weitergehen kann, ne? Seht ihr das? Krass, Alter. Die erste Stelle, wo wir wirklich so hängen bleiben und nicht weiterkommen. Krass. Ja, Freunde, würde ich sagen, beenden wir... Okay. Spaß, Mann, Alter. Als ob ich das Let's Play jetzt hier beenden würde. Ja, genau. Ich bin dumm jetzt. Geh hoch! Mein Leben! Schwimm hoch! Schwimm hoch, schwimm hoch, schwimm hoch! Henry, versuch's mal. Ah. Ich hab's gewusst, okay. Alter. Ich glaub, man muss da ein bisschen Köpfchen haben. Ein bisschen überlegen, dann klappt alles voll, ne? Ja, es geht! Perfekt. Aber die kleinen Kinder können noch nicht.
schwimmen. Dann müssen wir locker da irgendwie so ein Ding holen und die dann zurücktransportieren. Wie sonst auch immer, denke ich mal. Alter, manchmal so eine Musik hier, ne? Da kriege ich Gänsehaut, ey. Locker gleich kommt hier irgendwas, Mann. Verfickte Scheiße, ey. Ach du Kacke, gibt's jetzt wieder so viele Wege, Freunde. Hier geht's erstmal noch eine Treppe hoch. Da sind zwei Türen, aber hier geht's auch weiter. Wir gehen erstmal hier lang. Bitte, kommt hier jetzt nichts, bitte. Ah, okay, hier liegen nur so Sachen, perfekt. Okay, das heißt, es geht nur da weiter. Ah, ihr wisst ja, Freunde, ich hasse es, wenn es 1000 Wege gibt, Alter. Lieber einen Weg oder... Ja, dann ist es auf jeden Fall besser und einfacher, wisst ihr, wie ich meine? Ja, sonst muss man so viel rätseln und alles. So, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ja, Freunde, was ich noch sagen wollte, die Ausbildung werde ich jetzt wahrscheinlich doch abbrechen. Also ich habe jetzt noch mit meinen Eltern darüber in Ruhe geredet. Und ja, ihr wisst ja, Eltern sagen eigentlich immer die Wahrheit. Und ja, ich habe mit meiner Mutter, meinem Vater darüber geredet. Meine Mutter war erstmal ein bisschen skeptisch gewesen. Die meinte so, ja, was ist, wenn YouTube irgendwann in 3-4 Jahren oder so nichts mehr ist? Und dann hast du keinen Job, stehst auf der Straße da und sowas. Kann ich natürlich alles verstehen. Aber dann habe ich meiner Mutter gesagt, ja, wenn es wirklich nicht laufen sollte in 2-3 Jahren, kann ich immer noch studieren oder eine neue Ausbildung anfangen. Denn ich bin ja noch jung, habe mein Abitur gemacht. Und mit 22, 23 ist man noch ziemlich jung und da ist man, kann man noch so viel machen. Wisst ihr das, Freunde? Und jetzt habe ich gedacht, komm, konzentrierst du dich erstmal jetzt los, schön Henry. Auf YouTube. Na also. Und versuchst dein eigenes Ding hier durchzuziehen, anstatt hier Sklave der Gesellschaft zu sein und für andere. Oh. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Was ist das denn? Sehr brich umgekippt. Dann müssen wir die erstmal transportieren hin und her, Alter. Ja, Freunde, also ich will lieber mein eigener Chef sein, guck mal, und wer hat schon die Möglichkeit, mit YouTube sowas Großes aufzubauen? Und wisst ihr, wie ich das meine, Freunde? Deshalb will ich versuchen, meine Chance auszunutzen. Stefan wird wahrscheinlich weiter studieren, das soll er auch gern machen, habe ich nichts dagegen. Und geh doch jetzt einfach mal bitte hoch. Ey! Ey, die fuckt mich gerade mega ab, ne? Lass dir Zeit. Es ist toll auf diesem Weg. Ja, gefällt dir, ne? So, jetzt geh da hoch. Geh hoch! Ey, Freunde, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir die beide hier transportiert haben. Ich glaube, das ist ein bisschen uninteressant. Bis gleich. Ach so, Freunde, mussten die anscheinend nur hier rüberbringen. Okay, sorry. Ich habe die ja vorhin dahin gebracht. Der Generator noch Saft. Hier geht gar nichts. Klasse, da geht nichts. Oh, was ist für eine Musik? Oh. Okay. Was passiert jetzt? Irgendwas passiert hier. Hoch. Was ist denn jetzt passiert, Mann? Was ist jetzt passiert? Ja, sag's lieber nicht laut. Hä? Was ist das denn? Ja, korrekt, dass ihr auf mich gewartet habt, ihr Pisser. Wie soll ich jetzt kommen? Ey. Und ich? Hallo? Ah. Bester Mann, der macht mir da irgendwas frei. Gehen wir. Ja, ja, ich komme ja schon. Der hilft mir da jetzt hoch. Korrekt, Alter. Ich wollte schon sagen, Mann, die fahren da rüber und lassen mich hier zurück. Hör mal, das geht nicht. Ich sage jetzt zwei beeindruckend. Wir sind schon Profis darin. Was ist hier so laut? Ja, Freunde, also wie gesagt, die Ausbildung werde ich wahrscheinlich abbrechen und ja, ihr kennt das ja. Wenn ich in der Ausbildung bin, ich bin meistens immer 17 Uhr zu Hause. Und dann habe ich schon so eine abgefuckte Laune, ich bin einfach todesmüde und dann muss ich mich noch in ein Video setzen und dann will ich mich überhaupt nicht verstellen müssen und dann so schauspielern, dass ich eine gute Laune hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ich drücke jetzt kurz Pause. Also, ich will mich bestimmt nicht verstellen für Videos und meine Laune künstlich rüberbringen. Also immer Videos, die ich mache, das ist so, wie ich bin, das ist meine eigene Laune und das wisst ihr auch, Freunde. Ich will mich nicht verstellen oder sonst was. Deshalb, ja, ich sehe es einfach für sinnvoller. Ihr könnt ja gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber für mich ist das eigentlich schon so gut wie fest. Ja. Ach du Scheiße. Was war das denn? Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Ach, hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Fuck, Mann. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Was ist das denn für eine Waffe, Mann? Ist ja richtig geil. So eine Mini-Schrotflinte. Die nehmen wir mit. Shorty heißt die, Shorty! Schrotflinte, Shorty! Geil. Alter. Krass, ey. Super. Er lehnt nicht. Beruhig dich. Oh, hey, vielen, warum nicht? Stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach.
Was machen die denn da? Was soll ich spielen Fußball? Henry, hast du das gesehen? Soll ich einfach ein Loch in den Ball ballern? Okay. Locker, hier wohnen noch welche. Irgendwelche Einwohner und so. Die sind jetzt so Zombies geworden oder sowas. Das wäre echt krass, Mann. Ey. Wir gehen jetzt hier mal erstmal weiter. So, hier haben wir schon alles voll. Wir gucken mal, ob wir irgendwas ausrüsten können, Freunde. Wir schauen mal kurz. Wir können Nahkampfverbesserung. Oha. Das machen wir auf jeden Fall. Haben wir noch so eine Schere an unserer Klinge. Ja, mehr geht nicht. Rauchbombe können wir noch machen, aber benutze ich ja eigentlich eh kaum. Von daher, ja, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Komm. Ey, die will ich ja gar nicht. Nehmen wir jetzt mal die Shorty. Bah! Was ist das denn? Bah! Hast du das? Infizierte. Leise. Ach, Scheiße, hier sind irgendwo Infizierte, Mann. Fuck. Abushar, Mutter! Scheiße! Fuck! Fuck, hab ich mich erschrocken, Leute, ich schwöre es euch. Ich hab mich voll erschrocken, Mann. Ah, weg hier! Haut auf die Fresse, Mann. Ich krieg meine dicke Schere in die Fresse. Klicker! 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 Ah, lass ab, schieß! Alter! Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Ach du Scheiße! Klicker nach zu urteilen sind sie schon länger. Wir gehen weiter. Ach offen, du verfickte Scheiße, ey. Ich hab mich so erschrocken, meine Kamera auf einmal angerannt, wie in diesem Horrorfilm, wie bei Rec. Kennt ihr den Film Rec? Schreibt's mir in die Kommentare, Rec 1 und 2. Ey, ich hab mich gerade so erschrocken, verfickte Scheiße hier nochmal. Da geht's auf jeden Fall weiter. Aber da gab's noch einen anderen Weg da unten. Wir gehen erstmal den anderen Weg lang. Nochmal Platz hier. Ey, hab ich mich erschrocken, Freunde, Mann. Ah. Was ist das denn? Hier ist bestimmt so eine Art Abstellkammer wieder. Boah, der steht da schon lange hier, ey. Der hat ja bestimmt keine Eier mehr schon. Die sind schon verfault, seine Eier. Von dem auch. Ich stehe vor, gleich greift er mich an, Alter. Ich würde hier rumschreien ohne Ende, Mann. Boah. Fuck, war das wieder ein Schockmoment. Schlimmer als PT. Ja, Freunde, gestern kam auch das nächste PT-Let's Play online mit dem Stefan. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt auf unseren Kanal drauf. Ist auf jeden Fall wieder richtig lustig geworden, Alter. Gruselig ohne Ende. Und... ja, da waren so geile Kommentare, da stand zum Beispiel, ey, hab doch keinen Schiss, du Pisser, guck mal das Video und scroll mal hoch. Und ja, es hat wahrscheinlich viele von euch Schiss gehabt, das Video zu sehen, weil PT ist echt krass, das ist... Was ist das denn? Warum müssen wir den Controller wackeln? Das ist auf jeden Fall gruseliger als Outlast, das kann man nicht vergleichen damit. Da müssen wir mal gucken, nicht, dass hier wieder Infizierte kommen, ey. Boah, ich hab mich so erschrocken, Mann, ey. Erstmal wieder klarkommen, Freunde. Ich bin jetzt hellwach, ich hab wieder voll lang gepennt. Ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Das ist so ein Abenteuer hier, Freunde. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Wie dieses scheiß Gitter hier. Oder hier die Türe. Da die Türe. Scheiße. Ach du Kacke. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe einen Sicherheitstor ausgelöst oder so. Ach du Scheiße. Henry, wie kriegen wir das hoch? Das kriegen die niemals so. Boah, die schönen Augen, Mann. Die hat echt also, schöne Augen. Das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Ach du Scheiße. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg. Verschwindet. Ach, Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Kacke. Klicker, zwei Stück. Oh mein Gott. Warum schießt er nicht durch die Türe durch? Der hätte da locker abballern können. Ach du Scheiße. Okay, Freunde, ab hier spalten sich unsere Wege. Wir schaffen das. Ja, ich weiß. Ach du Scheiße, ey. Fuck. Infizierte! Aha. Oh fuck. Ach du Kacke, Freunde. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab. Klicker. Komm her. Komm her. Ach, in deine Fresse. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Lass nach, lass nach, lass nach, lass nach! So, verpiss dich. Ah, wie schnell rennt der denn da drüben, ey? Ah, Freunde, wie kann man nochmal nachladen? Das würde ich mal gerne wissen. Wie man nachladen kann. Habe ich total vergessen, ey. Alter. Die ganzen scheiß Klicker hier. Was macht der denn? Da rennt da im Kreis. Guck mal, wie viele da kommen. Komm her. Ah! Ah!
Was ist das denn? Das ist doch kein Klicker mehr, Mann. Das ist was anderes. Was sieht der denn aus? Wie Gandalf sieht der aus. Bam. 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 So. Guck mal, der kleine Junge, Alter. Ich hätte so Angst, wenn ich der wäre. Ja, der ist mal schön nach hier. Kommt her. Oha. Haben die alle Angst, oder was? Ja. Kommt her. Ich mach euch alle platt. Oh, fuck, Mann, ihr schreckt mich immer so. Verpisst euch doch mal. Kriegst hier eine Fähre in die Fresse. Bam. In eine Fresse hier. Funktion, Alter. Warum rennen die denn alle weg? Vor was rennen die weg? Verpiss dich. Aha. Ey, die greifen mich ja richtig an. Fuck, Mann, wir müssen jetzt mal langsam unser Leben aufladen. Jetzt sind wir gleich tot, Mann, ne? Haben. Unser Leben aufladen. Oh, yo! Ey, fuck, Mann, das ist, glaube ich, so von denen. Die wollen das so, dass man unerwartet, dass sie einen unerwartet angreifen. Vielleicht kommt gleich noch der nächste. Schnell lad dein Leben auf. Aufladen, 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 aufladen! Guck mal, nicht geschafft. Ey, Freunde, die ficken uns, aber richtig, Mann. Die ficken uns, wir müssen hier weg. Ach du Scheiße, wie viele hier einfach sind. Ich muss hier weg. Mach dein Leben erstmal auf, Digga. Chill mal, ey. Das ist ja voll das Hexenkessel hier mit denen. Aber warte, Freunde. Die kriegen jetzt mal richtig von mir auf den Sack. Zeigt euch. Hier war noch jemand. Okay, ist so eine Abstellkammer. Hier geht's nicht weiter. Das ist voll das komische Labyrinth hier. Hoch geht's auch nicht. Also, das heißt, komm her. Ich muss zu viel Munition verschwenden, Alter. Komm her. Ey. Piss dich doch mal, du kleine Bitch, du Schlampe, Mann. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Bam. Bam. Boah. Krass, Mann. Hammer. Ey. Wie viele da kommen denn immer von denen? Wie viele gibt's denn, Mann? Hier. Gehen mir auf den Sack, ey. Was? Gut. Wir müssen jetzt weiter. Wir jetzt mal gucken, ob wir andere Waffen haben. Hä? So, was können wir nehmen? Wir können den Revolver nehmen. Den werden wir nehmen. Zack. Ich glaube, wir haben alle getötet, Freunde, oder? Was sagt ihr? Weil ich sehe gerade keinen mehr. Okay, es gibt aber hier verschiedene Wege. Die Frage ist, welchen nehmen wir? Boah, dicke Keule hier am Start. Alter, gibt's jetzt wieder so viele Wege. Okay, ich glaube, der eine ist ein Weg, der führt zu einem. Schauen wir uns mal kurz erstmal hier um, Freunde. Okay, da geht's hoch. Okay, es ist, glaube ich, alles mehr oder weniger ein Weg. Aber wir schauen uns trotzdem mal ein bisschen um, Freunde. Hier gibt's bestimmt noch einige Sachen, die wir aufheben können, wie Munition oder sonst was. Ja, guck, hier zum Beispiel Messer. Zack. Ja, wir gucken uns erstmal, schauen in Ruhe hier mal um. Denn wir wollen ja auch ordentlich überleben, ne? Und nicht gleich wieder verrecken oder so. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Scheiße, was ist das denn hier, ey? Ich glaube, es sind so mehrere Wege, die zu einem führen. Boah, was ist das denn hier? Spielplatz, ey! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oh, was ist das denn? Eine Leiter? Vielleicht geht es ja doch da weiter. Okay, wir schauen jetzt mal dahin zurück. Vielleicht ist das eine Sackgasse und dann gehen wir hier zurück. Wisst ihr, wie ich das meine, Freunde? Was, Alter, was ist denn hier los? Wie in der Schule. Vielleicht ist das eine alte Schule. Warum hat es hier erwischt? Nicht jetzt. Wir müssen hier erstmal wieder raus. Alter. Krass. Ich wette, es waren viele hier. Korrekt. Leute, meine ich. Werkzeugstufe 3. Sieht perfekt. Munition. Okay, dann geht's anscheinend doch da weiter, wo die Leiter war. So, Freunde. Ich würde sagen, wir beenden auch gleich das Let's Play. Das soll ja nicht allzu lange gehen. Es soll heute noch online kommen. Wir haben jetzt auch schon, glaube ich, gleich 19 Uhr. Und ja, würde ich sagen, gehen wir noch kurz hier, die Leiter hoch. Machen wir mal eben. So. Mach schon. Komm hoch, Kleiner. Locker der andere vergewaltigt die Kleine. Zack. Und jetzt schmeißt die Leiter runter. Hallo. Zack, hoch geht's. Na bitte. Gut gemacht. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle. Na los. So,
Ja, Freunde, würde ich sagen, an dieser Stelle beendet man das Let's Play. War auf jeden Fall wieder ein richtig geiles Let's Play. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Freunde. Ohne Spaß hier auf der neuen Insel. Mal neue Umgebungen und alles. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder bei 2000 Likes, Freunde. Morgen kommt das nächste Let's Play. Ich muss noch gucken, was. Alles klar. Euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Schreibt, wie gesagt, in den Kommentaren, ja, was ihr dazu hält, dass ich die Ausbildung abgebrochen habe, beziehungsweise abbrechen werde. Und ja, das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Macht's gut. Haut rein und ciao.